Level 6, die Bohrinsel. Anne prescht mit Concord davon, den Kopf voller Fragen. Sie muss die Dark Core Bohrinsel erreichen und Dereks Fotos von Jessica und deren Schlägertypen zurückholen. Aber was ist auf diesen Fotos? Und warum will Derek sie um jeden Preis zurück? Dabei wollte sie doch nur das neue Glamour Model werden. Warum läuft immer alles anders, als sie gehofft hat? Jetzt liegt es an ihr. Beziehungsweise an uns. Die Bohrinsel. Ist ja super, es regnet. Danke. Nicht mal das Wetter mag uns. Okay, hier bin ich also, auf der Bohrinsel von Darkor. Moment mal, sind da nicht Jessica und Mr. Sands? Vielleicht kann ich sie belauschen. Wir müssen einfach nur unser Bestes geben. Und übrigens, du siehst wirklich umwerfend aus. Wie mache ich mich? Du siehst auch umwerfend aus. Wie die Pferde alle zu ihren Reitern passen. Wobei Linda ist gar nicht so gefräßig. Was? Nun, Prinzessin der Finsternis, wir müssen diesen Seelenreiter stoppen. Der Bund ist noch nicht vollständig, aber wir haben das Siegel noch nicht gefunden. Die Zeit läuft uns davon. Hast du das deine getan, um die Seelenreiter aufzuhalten? Ja, meine Männer haben mir die meisten der Fotos beschafft, aber diese Idioten haben 4 Bilder verloren, die wir noch finden müssen. Wenn wir alle beisammen haben, habe ich die Macht über Anne und Concord. Ach du heilige Scheiße, das ist die Prinzessin der Finsternis? Was? Was? Die ist schlimmer als Sabine. Oh nein, ich muss die Fotos unbedingt vor Jessica finden. Bestimmt sind sie irgendwo auf dieser Bohrinsel. Kommt sie eigentlich darauf, dass die auf der Bohrinsel sind? Egal. Wenn sie es sagt, ist es natürlich so. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Scheiße. Ja, witzig. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich komme nicht an der Wache vorbei, habe ich mir auch gerade gedacht. Ich muss sie irgendwie weglocken, aber wie? Ich weiß es nicht, sag du es mir. Ich habe keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Gibt es irgendwie, wo wir irgendwie Geräusche machen können? Da, das ist ein... Ja, steig ab. Da ist ein Ast oder so. Hier ist der Zweig. Das sieht mir nicht nach einem Zweig aus, aber egal. Hier ist der Zweig. Ja, ein großer Zweig. Kein Zweifel, der Typ hat es gehört. Er kommt und ich werde bestimmt nicht auf ihn warten. Oh oh, schnell weg, schnell weg. Hallo, ich habe gesagt, schnell weg. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier rum kommen wir gar nicht, oder? Nee. Der hat jetzt hier frei gemacht. Concord, bist du doof? Der sieht uns doch, Mensch. Och Mann. Dreht sich doch garantiert gleich um. Oh, endlich, ey, meine. Hallo, halt an. Ach ja. Diese Episode regt mich auf. Mein Herz macht das nicht mit. Ich bin zu alt dafür. Ich bin drin. Jetzt kann ich nachsehen, wo die Typen die Fotos hingelegt haben, die Jessica so sehr will. Eins habe ich schon gesehen. Also der Typ scheint nicht zurückzukommen. Das ist beruhigend. Aber da hinten sind natürlich noch mehr Typen. Hier ist ein Foto. Gibt eines von Dereks Fotos. Jetzt müssen nur noch die anderen drei finden. Ja, nur noch. Wow, nur noch. Da ist noch eins. Ich weiß nicht, ob wir Concord mitnehmen sollen oder nicht. Ach du. Der oben auf dem Container da steht. Ja, sieht sehr schön aus. Muss ich nochmal so erwähnen. Ich hoffe, der leuchtet nicht nach hinten. Okay, hier ist noch eins. Die sind relativ einfach zu erkennen. Ich frage mich, warum Jessica die nicht sieht. Ist sie blind? Habe ich ein Glück. Hier ist noch ein Foto. Es ist nur noch eins. Das ist sehr gut. Ich muss mal schauen, wo sich das befindet. Ah, Kacke!
doch wohl nicht. Nein! Scheiße. Scheiße. Oh. Hallo? Nein! Was ist das für eine Kacke? Nein, 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 nein. Oh, aber wir sind immerhin. Wir sind noch drinne, das ist gut. Scheiße. Ich muss eindeutig vorsichtiger sein. Ist da Jessica drauf? Das brauchen wir doch gar nicht. Aber da kommen wir durch. Ne, da vorne ist ein Stern. Ich frag mich, ich weiß nicht, wo das ist. Kacke, ey. Ich muss nur. Was ist das schon wieder für Musik? Alter, ich krieg hier noch einen Herzinfarkt. Okay, das Bild habe ich gefunden. Ich kann natürlich nicht darüber springen. Ich meine, warum auch? Das ist auch voll hoch und so. Deswegen muss ich hier rüber, rumgehen. Ach, Gott sei Dank. Hallo, kannst du... Alter, was ist mit ihr los? Mensch. Gott sei Dank, letzte Foto, aber bevor ich hier abhaue, muss ich hier raus. Als Jessica Mr. Sans und Schilde finden. Das ist nicht der Ernst. Ich will hier weg. Mann, die nehmen uns die Fotos noch weg hier, wenn die uns erwischen. Ich habe kein Mitspracherecht, ne? Natürlich nicht. Das Foto ist schon lange weg und es leuchtet immer noch. Oh, Kacke, wo sind die denn? Nee, das Risiko ist mir irgendwie zu groß, gesehen zu werden. So dringend brauche ich die Sterne auch nicht. Da ist niemand. Ich denke mal, dass ich hier lang muss. Ich will nicht wissen, was sie vorhaben, Mann. Ich glaube, ich muss Concord aber mitnehmen. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kann man hier rüber. Das weiß ich noch. Ich nehme ihn jetzt einfach nicht mit. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Zurück können wir jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr. Also egal. Ist wohl nicht so. Obwohl doch, da können wir noch zurück. Okay, also im Notfall können wir auch noch zurück. Okay, super, wo sind denn die? Scheiße. Dieses Spiel, ne? Ich krieg Herzinfarkt, ey. Na super, wir hätten ihn doch mitnehmen müssen, glaube ich. Da kommen wir nicht rüber. Alleine. Glaube ich zumindest. Ich hole ihn lieber mal. Mann. Ich will nach Hause. Wo ist denn der Typ? Stand der nicht hier irgendwo drauf? Das verwirrt mich gerade. Also der Weg scheint komischerweise irgendwie frei zu sein und der Typ hier sucht er immer noch. Hinten rum. Du, also scheiß auf die Sterne. Ich habe jetzt keinen Bock, die einzusammeln. So. Also wenn ich dieses Spiel spiele, ne? Oh, es geht automatisch. Wenn ich dieses Spiel spiele, ne?
Also man erwartet irgendwie gar nicht, dass es so, ich denke mal, sag mal, aufregend ist. Sieht aus, sieht wie ein weiter Sprung aus, aber wenn wir schnell reiten und du so weit springst, wie du kannst, musst du mehr schaffen. Also man erwartet irgendwie nicht, dass da so, ne, aber es ist auf seine Art und Weise richtig mitreißend und teils gruselig, so die Melodie und so, also ich bin die ganze Zeit irgendwie auf Spannung. Okay. Schafft. Hallo, anhalten. Nicht rückwärts. Okay. Achso, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist in Episode 4. Ich hoffe zumindest. Ich habe da jetzt nämlich keinen Nerv drauf. Dass man hier irgendwie lang muss, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht jetzt schon ist. Ne, ich glaube, wir müssen da jetzt schon rum. Schade, schade. Ich habe keine Lust mehr. Ich brauche eine Pause. Ich glaube, ich spiele gleich erstmal Wendy. Ich brauche was, um meine Nerven zu beruhigen. Ah, herrlich. Ach ja, es ist schön. Oh, ich möchte da einfach nur... Komm, vergiss es. Wir werden nachher sehr wenig Sterne haben, aber ist mir egal. Ich glaube, jetzt sind da nämlich noch keine D'accord-Leute. Später müssen wir hier nochmal lang, oder sind da diese Scheiße? Nee, wo müssen wir denn hin? Aber... Die Karte ist so unnötig, ne? Die... Oh. Was tue ich da? Okay. Oh. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken, aber hat wahrscheinlich eh keinen Sinn. Weil, ich weiß nicht, es zeigt eine Karte von Jorvik an, aber es bringt mir einfach nichts. Es bringt mir gar nichts. Wenn wir den Absprung gut hinbekommen, dürfen wir es schaffen, über die Zäune zu springen. Ach du Kacke. Hallo. Wo müssen wir jetzt lang? Jetzt bin ich verwirrt da. Im Ernst? Da willst du rüber? Das schaffen wir nie im Leben. Oh, okay. Wir schaffen das. Ich habe nichts gesagt. Hast du schon mal überlegt, eine Springreitkarriere zu machen? Ach du Heilige, da hinten ist das Tor. Hey, was ist das? Sieht aus wie eine Art Tor oder Portal. Und da sind ja Jessica und Mr. Sands. Ach du heilige Scheiße. Mann. Ich tippe die ganze Zeit da drauf, weil mein Laptop ist halt auch mit Touch. Ich dachte, weil die Maus spackt ja rum. Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich gedacht habe. Deswegen muss ich kurz nochmal die Maus entkabeln. So, jetzt muss es vergehen. Nein, doch. Gut. Hallo, gehst du? Nein! Willst mich doch... Zuerst willst du nicht gehen und dann rennst du los, oder was? Hä, wo müssen wir denn lang? Müssen wir da... Ach, da runter. Mensch. Das ist zu viel Aufregung für mein altes, schwaches Herz. Okay, wir müssen wir längs, ne? Ich denke... Ja, komm. Ist mir egal. Können wir uns eh nichts von kaufen. Können wir da im Trab rüber? Ich hoffe.
Okay, hätten wir machen können, wenn ich nicht aus Versehen die falsche Taste gedrückt hätte. So, jetzt aber. Oh, dieser Regen, ne? Und diese Dunkelheit, das ist voll niederdrückend. Alles nur wegen diesen verkackten Fotos. Hätten wir nicht mal an die... Alter, wenn wir nicht an diesen blöden Model-Wettbewerb teilgenommen hätten. Müssen wir jetzt hier rüber? Hier rauf? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da einen guten Überblick. Dieses Drehtor macht mich ganz schwindelig. Allein vom Hinsehen geht's dir auch so, Concord. Oh nee, jetzt die Maus schon wieder. Geht doch. Ich weiß, wie du dich fühlst, Prinzessin. Ja. Oh, wir sehen das Tor gar nicht mehr. Müssen wir da jetzt doch hin? Sehr doof. Ich habe Angst, dahin zu gehen. Ich will da nicht hin, Mensch. Das sieht so aus, als ob wir da doch hin müssen. Wie kommen wir da überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Ach so, oder müssen wir wieder rüberspringen oder so? Ich guck erst mal kurz hier vorne, oder? Hier ist auch nichts, glaube ich. Doch, hier hätten wir mal lang. Ist aber schwer zu erkennen. Müssen wir hier drauf? Wahrscheinlich auch nicht. Hier kann man das Tor schon mal erkennen. Und was ist das da hinten? Ich weiß es nicht. Es verschwindet die ganze Zeit wieder und baut sich dann da auf. Irgendwelche Grafikfehler. Ach, hier können wir rein. Ich möchte da nicht rein. Hallo? Die beiden stehen da. Und so. Gucke, Concord will da auch nicht rein. Ich wusste es. Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Es ist so ein kleinen 2 cm Stufe da. Also im Ernst, ne? Oh Junge. Du Junge, du Pferd, du Juxpferd. Oh Mann. Wir müssen hier tatsächlich hin. Können wir die da reinschubsen? Okay, hier sind Gleise. Das heißt, sie müssen hier irgendwas hintransportieren. Lass mal schubsen. Ha! Jetzt werde ich das Tor öffnen und einen Strudel erzeugen, damit ich meine übermächtigen Kräfte erlange. Und dann gnade euch Gott, ihr Seelenreiter. Ich werde euch alle vernichten. Garnot möchte sich wieder erheben. Wir müssen sie aufhalten. Was können wir tun? Nichts. Nichts. Hallo, Maus? Immer wenn es spannend wird. Ja, ich weiß, ich muss das irgendwie nochmal reparieren. So. Mir reicht es jetzt. Bring mich möglichst nah an diese Prinzessin der Finsternis und Mr. Sans heran. Wir werden ihren bösen Plan ein Ende machen. Ach, was soll's. Sterben müssen wir ja alle mal. Der war gut. Du hässliche Kröte! Du wirst mich niemals aufhalten. Ich bin die Prinzessin der Finsternis. Ach ja, hier wohl bekommt's. Hoho, Mupfe. Ich hab doch gesagt, lass sie da reinschmeißen. Concord denkt genauso wie ich. Das gefällt mir. Wir könnten Freunde werden. Das sieht sehr eigenartig aus. Ich sag da mal nichts zu. So eine Frechheit, mich hässlich zu nennen. Das wird ihnen wohl eine Lehre sein, sich nicht mit uns anzulegen. Ich frage mich, wer dieser Garnock sein soll.
Aber jetzt nicht zurück nach Jorvik. Ich habe dem Mädchen so viel zu erzählen und ich musste mich morgen für den Dressurwettkampf vorbereiten. Ich sehe... Wie sehe ich aus, Concord? Makellos wie immer, Anne. Und ich? Ich fürchte, meine Mähne ist leicht verstrubbelt. Könntest du sie bitte für mich richten? Aber gern, Concord. Nach diesem Abenteuer müssen wir doch vor den anderen eine gute Figur machen. Ich sagte immer, man darf sein Äußeres nie vernachlässigen, sonst ist es mit der Eleganz rasch vorbei. Die sind so geil. Alter. Ich würde jetzt gerne Pause machen, aber ich meine, komm, das Dressurturnier schaffen wir jetzt auch noch.